von dem Tisch. Was wir natürlich hier noch haben, ist der Wassertank hier hinten. Genau. Moin Moin aus Kiel, hier ist der Kieler Jung mit einem kurzen Update für den Boondocker Kanal. Ja, vorab möchte ich mich entschuldigen, dass es keine, wie angekündigt, eine Roomtour gegeben hat. Das haben wir probiert zu drehen, aber leider wurden wir vom Winde verweht und mussten die Aufnahmen abbrechen, weil das war schon recht stürmisch und die Aufnahmen, die waren unbrauchbar. Und wir wollten den Docker bzw. das, was wir gebaut haben, schon in aller Ausführlichkeit würdigen und nicht so ein 0815 Video machen. Das zu diesem Thema. Das nächste, was ich auf dem Herzen habe, das wäre euch zu erzählen, wie das jetzt mit dem Kanal weitergeht. Denn der Ausbau ist soweit fertig. Und nun müssen wir sehen, was wir weiter an Content produzieren. Und wir möchten uns da auf das Storytelling beschränken. Das heißt, wir machen Reisen mit dem Docker, kürzere, längere, und werden das filmen und dabei euch mit auf die Reise nehmen. Und zwar in dem Format, dass wenn wir beispielsweise in Norwegen sind, dass ihr auch Norwegen seht und nicht uns, wie wir über Norwegen erzählen. Natürlich werden wir auch das eine oder andere Mal vor der Kamera zu sehen sein, aber für meine Frau und mich ist das Schauspielern vor der Kamera, also das ist uns nicht in die Wiege gelegt und wir müssen da schon ganz schön aus unserer Komfortzone raus. Kommen wir dann gleich zum nächsten Thema. Warum machen wir überhaupt einen YouTube-Kanal? Gut, ihr kennt alle den Spruch, ja, ich war zu jung und brauchte das Geld. Bei mir ist der Spruch, ich werde alt und brauche das Geld. Weil 2024 gehe ich in Rente und das wird ein ziemlich heftiger finanzieller Einschnitt sein. Und dummerweise haben wir aber noch einiges auf dem Zettel, was wir erleben wollen. Und deswegen werden wir wie andere auch den YouTube-Kanal über kurz oder lang monetarisieren und hoffen, dass der eine oder andere Taler in die Kasse gespült wird. Ich habe also ein Gewerbe angemeldet und das Ganze soll also beinhalten Affiliate-Marketing und eben diese YouTube-Monetarisierungsgeschichte, wobei der Boondocker-Kanal einer von vieren ist. Also das sind noch andere Kanäle, weil es muss ja auch irgendwie ein Kanal sein, der einen roten Faden hat, wo man ja, jede Woche, jeden Monat oder regelmäßig zumindest Content produzieren kann. Und das heißt zweimal so schön, das ist ein passives Einkommen. Passiv ist da überhaupt nichts dran, weil einen YouTube-Kanal zu betreiben, ist schon Arbeit. Und man kann sich vorstellen, dass bei vier Kanälen das dann entsprechend viermal so viel Arbeit ist. Das sind ja nicht nur die YouTube-Kanäle, da sind auch Blogs dazu, die ich schreibe. Und das Ganze wird dann beworben auf Instagram und Pinterest und auf Facebook. Also es ist ein Fulltime-Job. Das Gute ist, ich kann diesen Job machen, egal wo ich auf der Welt bin, ne, und bin da nicht gebunden. Ich meine, man kann das von den sogenannten Vanlifern oder Overlandern, die durch die Gegend fahren und ja, die Reisekasse damit auffüllen, dass sie eben Content produzieren von unterwegs. Ist legitim, ist eine schöne Sache. Was den YouTube oder die YouTube-Kanäle anbetrifft, ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt, es wird eine Änderung geben, dass YouTube jetzt auch Werbung schaltet bei Kanälen, die nicht monetarisiert sind, also die
Schalten Werbung auch dann, wenn ihr nicht YouTube-Partner seid. Na, egal, ob ihr kleine oder große, ob ihr einen kleinen oder großen Kanal habt, an der Werbung kommt ihr nicht vorbei. Und deswegen, ja. Ich meine, auf der anderen Seite, was wollen wir erwarten? Das wird uns alles kostenlos angeboten. YouTube, Facebook, Google und so weiter. Und die leben nun mal von Werbung. Und ich hoffe nur, dass es nicht überhand nimmt, dass ich 3 Minuten Film gucke und dann erstmal 10 Minuten Werbung sehen muss. Dann würde ich das Ganze nämlich nicht mehr machen wollen. Es wird also leider nicht ganz werbefrei zugehen auf den Kanälen, egal ob ich nur Geld damit einnehme oder nicht. Was ich aber garantieren kann, ist, dass ich mich nicht vor einen Karren spannen lasse. Also ich habe auch den Ausbau, alles, was ich da verwendet habe, Werkzeug, Material, da habe ich den vollen Preis für bezahlt. Ich habe es gekauft. Und wenn ich eine Firma lobend erwähne, dann kriege ich da kein Geld für. Andererseits sind aber auch Firmen dabei, die ihr Fett weggekriegt haben, weil sie eben nicht zuverlässig waren. Und so wird das auch beibehalten. Wenn ich also ein Produkt erwähne, dann ist es, weil ich es selber gekauft habe und ich es für gut befunden habe. Ich denke mal, dieser Authentizität, schweres Wort, bin ich mir und euch schuldig. Jo, das war ein kurzer Umriss, wie es weitergeht. Es geht weiter. Wie das mit den Reiseplänen aussieht, das ist im Moment, steht ja in den Sternen. Ich habe da meine Befürchtung, dass man in Zukunft überhaupt nirgendwo mehr hinkommt, wenn man nicht geimpft ist und das entsprechend nachweisen kann. Ich meine, was das Ganze mit den Planungen, das hatten wir dieses Jahr gesehen. Wir wollten in die USA und sind aber nicht weit gekommen. Und meine Frau macht eigentlich die Reiseplanungen, die Touren, und das ist im Moment, ist sie da ein bisschen zurückhaltend, weil sie hat lange dran gesessen mit der Amerika-Planung, nur um dann zu sehen, dass alles ins Wasser gefallen ist. Ich meine, grob gesagt fahren wir einmal Atlantikküste runter, wir machen eine Alpenüberquerung, wir fahren Skandinavien, wir fahren ins Baltikum, das ist alles geplant und da hoffen wir, dass das bald losgehen kann. Ja, aber auch Kurztrips. Wir sind also Mitglied im Kanuverband, freifliegende Mitglieder. Das heißt, wir sind nicht im Kanuverein, sondern direkt am Verband angegliedert. Und das heißt, dass wir eigentlich bei jedem Kanuverein die Einsatzstellen benutzen dürfen. Das heißt, wir können einfahren mit unserem Boot und können da die Flüsse erpaddeln. Und auch das, wenn wir mal, wenn die Zeit es erlaubt, machen und mal filmisch festhalten. Ja. Gut, mir fällt jetzt nichts mehr ein. Wie gesagt, es tut mir leid, dass das jetzt mit dem Docker ins Stocken geraten ist. Unser Zeitplan ist etwas aus den Fugen geraten. Und eigentlich wollten wir im Herbst noch eine Einweihungstour machen oder einen Wochenendtrip im Docker. Aber das wird leider auch nichts mehr werden. Wenn euch das Video gefallen hat, es war ja noch ein Laber-Video heute, bleibt mir trotzdem gewogen und gebt mir einen Daumen nach oben. Ich wünsche euch was, bleibt gesund. Ciao.